Heute gibt's unendliche Investitionsmöglichkeiten. Hallo, liebe Zuhörer, ich bin der Callcenter-Crasher. Wenn man dort Geld investiert, wird man nach kurzer Zeit feststellen, wie unendlich dumm man war. Das eigene Geld ist dann unendlich weit weg vom eigenen Konto. Die beiden Anrufe erhielt ich im Abstand von 5 Tagen. Und wenn ihr genau hinhört, werdet ihr merken, dass sich die Domain von .com auf .pro geändert hat. Welche seriöse Firma macht denn sowas? Die langen Wartezeiten, in denen die Betrüger ihre eigene Lizenz suchten, habe ich weggeschnitten, damit es nicht so langweilig wird für euch. Viel Spaß mit den Anrufen und wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hier spricht Angelika Schindler. Ich bin Ihre persönliche Beraterin aus der Firma Infinity Invest. Ich sehe, dass Sie haben sich bei uns registriert und Sie haben sich für zusätzliches Einkommen interessiert. Stimmt das? Infinity Invest, das sagt mir gar nichts. Vielleicht haben Sie sich schon von längerer Zeit registriert und die Information hat mich nur jetzt erreicht. Nee, ich habe mich. Infinity Invest sagt mir gar nichts. Wann habe ich mich denn da registriert? Ein Moment. Heute. Nee, kann nicht Vor sein. 2 Stunden. Kann nicht sein. Ich bin jetzt gerade erst zu Hause. Ich war nicht zu Hause die ganze Zeit. Also sagen Sie mir bitte, Ihr Name ist Heinrich Ruthmöller. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Sie haben Ihre Daten auf unserer Plattform hinterlassen. Ja, aber nicht vor einer Stunde oder so. Ich komme gerade erst nach Hause. Also vielleicht habe ich diese Information nicht richtig. Ja, wahrscheinlich. Okay, sagen Sie mir bitte, ob haben Sie schon Erfahrung im Bereich des passiven Einkommens? Ja, so ein wenig habe ich schon, ja. Okay, können Sie mir ein bisschen mehr darüber erzählen? Warum sollte ich das? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich frage das, damit ich könnte Ihnen die Information besser erzählen, weil wenn Sie schon Erfahrung haben und wenn Sie wissen, wie das alles funktioniert, dann soll ich das nicht erklären. Ja, dann nennen Sie doch erstmal Ihre Firma, dass ich da vielleicht mal auf Ihrer Webseite nachgucken kann. Ja, wir heißen Infinity Invest. Können Sie es mir buchstabieren, bitte? Ja, einen Moment. Oder ich kann Ihnen Nee, können Sie mir buchstabieren. Link zu unserer Webseite. Nee, können Sie mir senden. Einfach buchstabieren. Das ist viel schneller. Da muss ich nicht erst in den E-Mails suchen. Okay. I-N-F-I-N-I-T-T wie Thomas. Ja. Y. Ja. I. Ja. N. Ja. Wie? Wie? Sie meinen V. Wie? Nein, nein, ich meine wie, wie im Wort, wie Vögel. Ja, V heißt das. Ja, V, genau. Sie sprechen nicht so genau, gut Deutsch, danke. Oder? Ja, ich komme aus Polen, aber ich wohne in Deutschland seit 2 Jahren. Und dann können Sie nicht buchstabieren? Ja. Sie kennen die Buchstaben ich kann, nicht? Ich kenne ja. Na gut. Okay. Also dann, Invest und weiter? Ja, Invest. Invest. Ein Moment, okay. Kennen Sie Ihre eigenen Webseite nicht? Hallo? Ja, einen Moment bitte. Ich frage gerade, kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht?
Infinityinvest.com. .com. Dann schauen wir doch mal. So. Infinity Invest sagt mir irgendwie so gar nicht richtig was. Wie lange gibt sie denn schon am Markt? Als Firma. Unser Unternehmen arbeitet schon seit 15 Jahren. Ich kann Ihnen alle Informationen am WhatsApp schicken. Das glaube Benutzen ich Sie nicht. WhatsApp Nee. oder Telegram? Nee. 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 Aber erzählen Sie doch mal ein bisschen Oder was über Ihre Firma. Das ist ja erstmal ganz interessant. Wo sitzen Sie denn? Sie sagten in wo sitzen Sie? Sie sagten in Deutschland. Sie sind in ja, Deutschland. Deutschland. Ja, Ja, wir sind in Deutschland. und wo welchen Sitz haben Sie in Deutschland? Wo ist das? Wie bitte? Wo ist der rechtliche Sitz Ihrer Firma in Deutschland? In Frankfurt. In Frankfurt. Sehr schön. Und wo Ja, da? Haben Sie die Adresse für ja. mich? Ja. Ja, genau. Machen wir das so. Ich sende Ihnen per Nee, E-Mail ich alle habe Sie jetzt gerade am Informationen. Telefon und daher möchte ich jetzt die Informationen haben. Ah, Ganz einfach. Ist viel okay. einfacher. Okay. Sonst müsste ich den Rechner erst hochfahren und das dauert. Also, wo ist Ihre Adresse in Frankfurt? Hallo? Ja, hören Sie mich? Ja, wenn Sie was sagen, schon. Also, wo ist denn Ihre Adresse in Frankfurt? Einen Moment, bitte. Wissen Sie nicht, wo Sie ins Büro gehen, dass Sie Ihre Adresse nicht kennen? Ich wisse, Frankfurt am Main West, Ja? Mergenthaler Allee 61. Mhm. Okay, gut, prima. Da frage ich mich gerade. Ich sehe gerade auf dem Telefon, Sie rufen mit einer Nummer aus Österreich an. Wie kommt das denn? Ich bin in Deutschland, aber das ist eine Unternehmensnummer unserer Holdingsgesellschaft. Das ist IP-Telefonie. Große Ja, aber das ist Korporationen doch und verboten. Unternehmen nutzen IP-Telefonie, um mit ihren Kunden zu kommunizieren, Ja, das ist denn klar. wir arbeiten mit Kunden aus 50 Ländern auf der ganzen Welt. Und es ist sehr bequem und weniger teuer. Ja, wissen Sie, Sie zahlen nicht für einen einzigen Anruf. Ja, ich bezahle Deshalb ist es sowieso nie so. für Anrufe. Als Angerufener bezahlt man nie. Aber die Frage ist, Sie sitzen in Deutschland, rufen mit einer österreichischen Telefonnummer an. Sie wissen doch, dass sowas verboten ist. Wenn man in Deutschland ist, muss man mit einer deutschen Telefonnummer anrufen. Das heißt, Sie sind jetzt schon illegal. Sie machen jetzt schon illegale Sachen. Das ist gesetzeswidrig. Hallo? Ja, aber das ist nicht verboten. Das Doch ist ist es. viele Unternehmen machen das. Nein, das ist verboten. Sie müssen, wenn Sie in Deutschland sind, müssen Sie eine deutsche Telefonnummer nehmen. Wenn Sie in Österreich sind und müssen nach Österreich telefonieren oder in den Rest der Welt, dann müssen Sie eine österreichische Telefonnummer haben. Sie sind in Deutschland, müssen eine deutsche Telefonnummer haben. Aber okay, dieses Infinity Invest, Sie sind eine deutsche Firma, sagten Sie. In Frankfurt. Und Sie sind ein Finanzdienstleister, richtig? Hallo? Ja, Warum ist Ihr hören Sie Telefon mich? dauernd kaputt? Wiederholen Sie bitte noch einmal. Ich habe nicht gehört Ihre letzten Worte. Ja, also wenn Sie jetzt, ich habe das Gefühl, Sie legen den Telefonhörer weg oder schalten Sie stumm. Sollten Sie das noch einmal machen, lege ich sofort auf. Haben wir uns soweit verstanden? Nein, ich verstehe Sie nicht. Sie verstehen, ich denke, Sie können Deutsch. Sie wohnen in Deutschland und verstehen kein Deutsch? Hallo? Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja, also, haben wir uns soweit verstanden? Wenn Sie sich noch einmal stumm schalten oder den Hörer daneben legen, dann lege ich direkt auf.
Haben wir das jetzt verstanden? Ja, okay. Gut, also, Sie sind eine deutsche Firma in Frankfurt am Main. Ja, Sie genau. sind ein Finanzdienstleister, richtig? Ja, Okay, wo genau. sind Sie dann bitte reguliert als Finanzdienstleister? Wir sind reguliert bei FCA. Nein, die ist nicht für Deutschland gültig. Die FCA ist für Großbritannien gültig. Aber ich kann das gerne mal bei der FCA Sie, überprüfen. Also, also Sie wissen so viel. Haben richtig. Sie Ausbildung in diesem Bereich? Hatte ich früher mal, ja. Jetzt arbeite ich in einem anderen Bereich. Also, Okay, gut. darf ich Ihnen fragen, was machen Sie beruflich? Jetzt bin ich im Stahlbau tätig. Okay. So, kommen wir noch weiter mal zu der Regulierung. Sie sagten, Sie sind reguliert in Großbritannien. Bei wem sind Sie dort reguliert? Das wäre bequemer für mich, wenn ich Ja, aber für Ihnen mich diese wäre es nicht Informationen schicke, bequemer. okay? Für mich wäre es nicht bequemer. Ich müsste dann meinen Also Computer erst wunderbar. anmachen und das dauert viel zu lange, weil ich noch nicht am Rechner bin, im Büro bin. Also nennen Sie mir doch einfach, sagen Sie mir doch Sie einfach, können. wo, sagen Sie mir doch einfach, wo Sie reguliert sind in UK. Bitte nochmal. Sie verstehen aber sehr gut Deutsch. Wo haben Sie denn so gut Deutsch gelernt, dass Sie mich gar nicht verstehen? Ich habe nicht gehört, die Verbindung ist nicht sehr gut, vielleicht. Komisch, Sie rufen doch angeblich aus Deutschland an. Wie kann denn dann so eine Verbindung so schlecht sein? Ja, das kann sein. Nee, kann Warum nicht nicht? sein. Habe ich noch nie gehabt. Einen Anruf innerhalb von Deutschland, so eine schlechte Verbindung habe ich noch nie gehabt. Aber okay, also Sie sind reguliert in Großbritannien, haben Sie gesagt. Und bei wem Ja, sind Sie dort genau. reguliert? Wie bitte? Bei wem Ja, sind Sie reguliert? bei FCA. Okay, gut. Dann können Sie mir bitte die Regulierungs-ID nennen bei der FCA. Ja, gerne. Ja? Ja, einen Moment. Natürlich. Okay, überprüfen Sie Referenznummer. Ja, Okay. geben Sie mir doch einfach diese sechsstellige Nummer. 9, 7, 8, 7, 8, 5. So, sehr schön. Dann schauen wir doch mal. Ja, okay. 9, 7, 8, 7, 8, 5. Genau, richtig. Und welche Firma sind Sie doch gleich? Wie bitte? Welche Firma sind Sie? Infinity Invest. Ja, nee, stimmt nicht. Die Nummer ist von einer anderen Firma. Die Firma? Die Nummer gehört zu einer anderen Firma, nicht Infinity Invest. Was meinen Sie? Wie heißt das? Die Firma, die Nummer, die Sie mir genannt haben, gehört einer anderen Firma, einer anderen Lizenz. Ein Moment bitte, ich muss diese überprüfen. Ja, überprüfen Sie, kein Problem. Ja, ich bin da. Ja. Hören Sie mich? Ja. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich mit dem Referenznummer geirrt. Also, das ist die richtige Nummer. 9, Ja. 3, 2, Ja. 1, Ja. 3, 5. 3, 5. 9, 3, 2, 1, 3, 5. Richtig? Ja, genau, richtig, ja. Gut, dann suchen wir danach. So, da haben wir das doch schon mal. Das ist doch mal, jetzt haben wir es richtig. Gut, dann gucken wir doch mal.
Gucken wir doch mal weiter. Okay. Ah, Moment. So. Dann Ihre Adresse dort ist? Die Adresse von Hauptbüro. Nein, die Adresse mit für die Lizenz. Aber ich, Sie sehen das. Nee, ich frage ja nur nach. Sie wissen Sie es, die Adresse der Lizenz? Natürlich, ja. Ja, und die wäre? Das ist Bakerley Square, London. Okay, prima. So, dann schauen wir mal weiter. Sie sagten, Ihre Firma heißt Infinity Invest. Ja. Aber die Seite, mit der In Sie hier jetzt eingetragen sind, Infinity Investment. nein, das ist Infinity Invest Partners Limited. Das ist eine Ja, andere, das ist das ist, nein, 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 die offizielle Name. nein, da muss genau der offizielle, die Seite muss da stehen, mit der Sie reden wollen. Also infinityinvest.com. Das steht da nicht. Das steht da nicht. Das ist Infinity Investment Partners Limited, das ist der offizielle Name von unserer Firma. Und ich habe Ihnen Infinity Invest zu kurz gesagt. Ja, aber das Problem ist, Ja. wenn man guckt, unter welchem Trading-Namen Sie dort gelistet sind, das ist Infinity Investment Partners Limited. Und Sie sind Infinity Invest.com. Das sind zwei verschiedene Dinge. Nein, Doch. ich wollte Ihnen alle offiziellen Informationen zuschicken, aber Sie Ich sagen hab's, nicht, ich Sie kann es doch wollen das selber nicht. überprüfen. Ich kann es doch selber überprüfen. Und auf der Webseite Ja, der. Lass Sie mich doch bitte mal ich kann Ihnen. ausreden. Lass Sie mich doch bitte mal ausreden. Also, ich habe auf Ihrer die Lizenz überprüft auf der Webseite der FCA. Und dort sieht man, dass der Trading-Name, und das ist nur ein Name, der ist ganz genau Infinity Investment Partners Limited. Und Ihr Trading-Name, Ihre Trading-Firma ist infinityinvest.com. Das sind zwei verschiedene Dinge. Nein, nein, Doch, das ist ist es. dieselbe Firma. Nein, es geht nicht um die Firma. Lassen Es Sie geht, mich lassen Sie mich doch Ihnen. ausreden. Es geht nicht um den Namen der Firma, es geht um den Namen der Trading-Webseite. Exakt, der ganz exakte Name der Trading-Webseite. Und Ihr Trading-Webseitenname ist infinityinvest.com. Lassen Sie mich Sagen Sie ausreden, mir ich bin noch bitte. nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Also, Ihre Webseite, Ihre Trading-Namen-Webseite ist infinityinvest.com, aber die Lizenz läuft auf Infinity Investment Partners Limited. Das ist ganz was Unterschiedliches. Sagen Sie mir bitte, ob interessieren Sie sich für diese Thema überhaupt? Natürlich, Ich aber möchte. ich möchte gerne mit seriösen Partnern zusammenarbeiten. Und Sie sind scheinbar nicht seriös. Warum nicht? Das habe ich Ihnen Ich gerade erklärt. warum Haben Sie nicht? es nicht verstanden? Ich gebe Ihnen alles die Informationen, Ja, aber falsche alle, was Sie möchten. Informationen. Warum falsch? Ja, das habe ich Ihnen dreimal Sie haben erklärt. das alles überprüft. Ja, eben. Und da dreimal ist es falsch. Es ist falsch. Sie haben mir falsche Informationen gegeben. Möchte nicht Ihre Zeit verschwenden. Ja, Wenn ich Sie irre aber sich nicht schon. Ich irre interessiert aber daran, schon. sagen Ich Sie das einfach. kann ich Ihnen sagen, warum ich das gerne mache? Weil ich Betrügerfirmen wie Ihre Firma gerne auf YouTube stelle, damit andere Leute davor gewarnt werden, bei solchen Firmen wie Ihre Firma es ist, zu investieren. Deswegen mache ich das. Sie sind ein kleiner, verschissener Scammer. Sie sind ein Betrüger. Haben Sie es jetzt verstanden? Okay, ich sehe, dass Sie haben kein Interesse und ich Doch, werde ich habe Interesse besser dran. Sie, eine andere Klientin rufen, die ja. sind Jetzt interessiert. schnell weg, Auf bloß nicht weg. Wiedersehen, Ja, danke. schnell weg, los, verpiss dich, du Scammer.
Hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Thomas Roller aus Finanzabteilung. Sagen Sie mir bitte, wie geht es Ihnen heute? Gut, danke. Super. Sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie an mich? Was haben Sie nicht verstanden? Ja, was meine Mitarbeiterin hat Ihnen erklärt? Gar nichts hat sie erklärt. Sie konnte kaum Deutsch. Okay, habe verstanden. Schauen Sie bitte, wie habe ich verstanden? Haben Sie Interesse an automatisiertes System und möchten Sie wissen, wie funktioniert dieses automatisierte System? Genau. Okay, schauen Sie bitte, das ist einfach künstliche Intelligenz, ja? Welche analysiert den Markt selbstständig? Künstliche Intelligenz, haben Sie denn keine echte Intelligenz dort? Haben wir auch, ja. Aber ich erkläre Ihnen gerade jetzt über automatisiertes System, über einen Roboter. Ah ja, okay. Und Roboter, also analysiert den Markt durch technische Marktanalyse, ja. Analysiert den Grafikdiagramme von Preis und wenn Preis gerade jetzt in der niedrige Punkt, dann erkauft diese Position. Wenn Preis geht ein bisschen oben, dann verkauft Roboter diese Position. In solcher Weise machen sie ihr Gewinn. Roboter benutzt auch Stop-Loss. Wissen Sie, was Stop-Loss ist, ja? Ja, weiß ich. Okay, Roboter benutzt auch Stop-Loss, um sie keine Verluste haben. Und ja, sie können auch mit unserem Experten zusammenhandeln. Das ist die andere Option. So, unser Experte macht auch fundamentale Analyse. Verstehen Sie, was bedeutet das? Ja. Ja, genau. Er analysiert einfach die Nachrichten in der ganzen Welt und beziehungsweise treffen Sie die Entscheidung, ja? Welche Transaktionen müssen Sie gerade jetzt tätigen? Was müssen Sie gerade jetzt kaufen? Mit Experte können Sie auch Ihr persönliches Investmentportfolio machen. Entscheiden Sie, welche Aktien zum Beispiel wollen Sie in diesem Investmentportfolio kaufen und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Okay. Ja. So, zu Gut. diesem Zeitpunkt haben Sie alles verstanden. Ja, dieses automatische System, nach was handelt das denn? Automatisches System handelt mit Kryptowährungen und mit Währungsparen. Ja, okay. Und Kryptowährung, okay, gut, das ist soweit klar. In dem Zusammenhang arbeiten Sie da mit dem MetaTrader, oder? Ja, wir arbeiten mit MetaTrader 5. Ja, gut, aber der MetaTrader, Sie sagten, der Roboter, also der MetaTrader, öffnet die Optionen. Das kann der MetaTrader doch gar nicht. Beim MetaTrader muss man selber seine Handlungen, seine Optionen selber starten. Ja, aber mit uns können Sie das machen. Haben Sie diese Wieso? Möglichkeit Ja, aber der in MetaTrader kann doch gar nicht öffnen. Der kann schließen. Öffnen kann er nicht. So, schauen Sie bitte. Diese Frage können Sie gerne mit unserem Experten nochmal besprechen. Ja gut, Dann dann geben werden Sie mir Sie mal den sich. Experten. Jetzt können Sie leider nicht mit ihm arbeiten, ja? Warum Warum nicht? denn? Warum nicht? Sie haben noch kein Konto, Sie sind noch nicht unser Kunde und ich kann das leider nicht machen. Aber Ja, nee, dann macht es ja. ja keinen Sinn, wenn der Experte mir gar nichts sagen kann. Wie werde ich denn Ihr Kunde? Ich verstehe, was Sie meinen, ja. Aber Gut, ich sage Ihnen prima. nochmal, müssen Sie überhaupt keine Sorgen machen, wenn Ja, werden Sie ich zum mache mir Beispiel auch keine dasselbe handeln. Sorgen. Sie können gut. Wenn werden Sie dasselbe machen? Dann, das ist überhaupt kein Problem. So gesagt, selber, aber mit Hilfe von unserem Experten, mit seinen Signalen und so weiter und so fort, dann, das ist überhaupt kein Problem. Das Aber war mit nicht diesem die automatisierten Frage. System müssen Sie auch mit unserem Experten in Verbindung setzen, um zu besprechen. Also zuerst, alle brauchen Einstellungen zu machen. Ja, das Und war ja genau meine Frage. Sie sagten, also dann möchte ich gerne erstmal den Experten sprechen, dass er mir meine Fragen beantworten kann. Okay, was ist Ihre Frage? Sagen Sie mir bitte. Ich möchte gerne den Experten sprechen, da die mir die Fragen ja nicht beantworten können. Okay, aber schauen Sie bitte. Unser Experte arbeitet nur mit Kunden. Welche handeln schon? Welche sind unsere Kunden? Genau, Und deswegen jetzt habe ich haben Sie leider gefragt, keine. wie werde ich Ihr Kunde, habe ich gefragt. Okay, Sie müssen nur einfach Ihr Handelskonto aktivieren. Ach, Einfach die ich muss Summe auf Ihr erst Handelskonto aktivieren, haben.
Ich muss erst aktivieren, bevor ich weitere Informationen bekomme. So gesagt, ja, bevor Sie Ihre Handelsstrategie entwickeln, dann später werden Sie schon über Ihre Handelsstrategie sprechen. Also aktivieren heißt, ich muss mein Handelskonto aufladen. Verstehe ich das richtig? Genau, verstehen Sie Ja. das richtig? Ja, gut, aber ich werde doch mein Handelskonto nicht aufladen, bevor ich weiß, was der Experte macht und wie der handelt. Okay, dann geben Sie mir bitte die Möglichkeit, Ihnen ganz volle Informationen geben. Aber dazu, ich muss natürlich mit unserem Experten in Verbindung setzen, um das alles zu besprechen. Ja, welche Handelsstrategie werden Sie haben und wie genau werden Sie handeln? Verstehen Sie, für jeden Kunde entwickeln wir persönliche Handelsstrategien. Ja, Ja, ich will ja verschiedene erstmal, ich Investmentportfolio und möchte so ja weiter. erstmal keine Handelsstrategie, ich möchte ja erstmal wissen, wie Ihr Experte handelt. Wenn Sie sagen, er arbeitet mit MetaTrader 5, dann möchte ich gern wissen, wie der MetaTrader 5 dann meine Optionen startet. Weil das kann der MetaTrader 5 nicht. Okay. Lassen Sie uns einfach in Verbindung setzen, ja? Ich muss das Ja, einfach wir sind klären, doch diese gerade jetzt Frage. in Okay? Verbindung. Dann geben Sie mir doch Ja, einfach den Experten. aber er ist nicht da, ja? Er ist in anderem Büro leider. Ja, dann stellen Sie mich darüber, ist doch kein Problem. Sie haben doch ein Telefon. Moment, warten Sie bitte einen Moment. So, er hat mir geantwortet, ja, dass Sie können einfach schriftliche Informationen erhalten von ihm. Er ist ein bisschen beschäftigt, ja. Nö, ich möchte kein, ich Und hab, ich möchte gerne mit dem sprechen. Ich habe vielleicht dann noch mehr Fragen. ja, das ist kein Problem. Warum können Sie nicht mit ihm einfach schriftlich das Weil klären? ich mit ihm Das wird Sie sprechen viel möchte, leichter weil ich Bescheid. noch mehr Fragen habe. Ich habe keine Lust, 10-mal eine E-Mail hin und her zu schicken. Sie können gerne das per WhatsApp machen. Benutzen Sie WhatsApp? Nein, benutze ich nicht. Das ist ja auch unseriös. WhatsApp ist ja nun eine Geschichte, das ist nicht sicher. Und dann Bankgeschäfte über WhatsApp machen, sowas kenne ich gar nicht. Das ist einfach, um Ihre Fragen zu beantworten. Aber wann Aber wollen es Sie ist dann überhaupt unsicher. kein Es ist Problem? einfach unsicher. Bankgeschäfte Ja, macht man nicht über WhatsApp. dann machen wir das per E-Mail. Kein Problem. Ja, gut. Also, es ist schon. Ach ja, es ist schon. Darf ich Werden Sie nochmal. jetzt Möglichkeit ihm antworten? Bitte? Werden Sie jetzt Möglichkeit haben, unser Experte zu antworten per E-Mail? Kann durchaus Nach paar sein, aber ich habe Minuten. noch erstmal grundsätzliche Fragen. Wo Ja? ist denn der Sitz Ihres Unternehmens? Jetzt unser Büro ist in Frankfurt am Main, ja, aber wir arbeiten in ganz Europa. Das habe ich nicht Aber gefragt. ich Also Sie sind in Frankfurt am Main. Haben Sie die Adresse für mich? Ja, genau. Das ist Mergenthaler Allee 61. Okay. Dann sind Sie ein deutsches Ja. Unternehmen. Nein, unser Hauptbüro, ja, Hauptbüro ist in London. In Ich London. werde Ihnen gerne, ja, ich kann Ihnen gerne unsere Lizenz schicken und so weiter und so Ja, fort. Das ist das können überhaupt wir, kein das Problem. können wir ja, das können wir ja direkt machen. Wo sind Sie lizenziert dann? Bei FCA. Bei FCA. Na prima, gut. Ja. Dann können Sie mir sicher noch die FCA-Lizenznummer geben, oder? Ja, gerne. Gerade jetzt. Ja, kann ich Augenblick. So. Ja, dann sagen Sie mal die Nummer. 93 9, 3, 21 2, 1, 35. 3, 5. Na, dann schauen wir doch mal. Ja, gerne. So. Prima, gut. Da haben wir doch schon mal ein bisschen mehr. Infinity Invest. Ja, stimmt. Dann schauen wir. Und Ihre Trading-Plattform heißt wie? Auch Infinity Invest, ja, unsere Handelsplattform. Ja, die genaue Plattform. Den genauen Namen der Plattform. Moment, brauchen Sie den Namen auf der Link oder Nein, muss ich ich Ihnen brauche einen den Link schicken? Namen der Trading-Plattform. Okay, schreiben Sie einfach Office. Soll ich das buchstabieren oder Den Namen auf der, E? verstehen Sie mich nicht? Den Namen der Trading-Plattform. Ihr persönliches Handelskonto meinen Sie? Nein, Oder den Namen der Trading-Plattform, mit der Sie registriert sind.
Entschuldigung, aber ich verstehe Ihre Frage wirklich nicht. Was Das genau merke wollen ich, Sie das. von mir wissen? Ich möchte gerne den Namen der Trading-Plattform wissen, mit der Sie bei der FCA registriert sind. Infinity Investment? Oder was meinen Sie? Verstehen Sie schlecht Deutsch? Ich habe eine klare Nee. Frage gestellt. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht die Antwort auf diese Frage. Ich verstehe Ihre Frage gut, aber. Ja, warum wissen Sie die Antwort nicht? Das müssen Sie doch wissen. Es ist doch Ihre Lizenz. Ja, stimmt. Ja. Infinity Investment, was meinen Sie? Oder Den Infinity Namen Investment der Partners? Trading-Plattform. Wie klar kann man sowas noch fragen? Wirklich, lassen Sie mir diese Frage klären. Ja, dann warten Sie, warte ich dann. So, ich glaube, das ist MetaTrader 5, die habe ich Ihnen gesagt, oder nein? Sie verstehen wirklich Sie wissen gar nichts. Ich habe nicht nach dem System gefragt. Ich habe gefragt, unter welchem Trading-Namen Sie bei der FCA lizenziert sind. Das habe ich gefragt. Ich sehe nur einen Namen, Infinity Investment Partners Limited. Mit diesem Namen können Sie uns finden und ich glaube, Sie sehen schon diese Information. Infinity Investment Partners Limited. Das ist genau richtig. Aber Ihre Plattform heißt doch gar nicht Investment Partners Limited. Ja, das heißt einfach Infinity Invest. Ja, eben. Genau das ist der Unterschied. Sie müssen da registriert sein unter Infinity Invest. Sind Sie aber nicht. Infinity Investment Aber Partners Limited ist registriert und nicht Infinity Investment. das ist aber das Gleiche. Das Nein, ist das ist aber nicht unser das Gleiche. Unternehmen. Nein, die FCA, dabei muss bei der FCA muss man genau die Trading-Namen angeben. Und das ist jetzt nicht Ihr Trading-Name, der dort angegeben ist. Wie, also Schauen Sie Ihre, denn, ja, ja? ich, was soll ich denn schauen? Sagen Sie bitte, ich höre Sie. Ich habe gefragt, was soll ich schauen? Sie sagen dauernd, schauen Sie. Was soll ich denn schauen? Soll ich aus dem Fenster schauen oder was? Nein. In unserem Link, ja, in unserem Handelsplattform, Handelsterminal, werden Sie sehen einfach Infinity Invest. Das ist der Name von diesem Link. Und was ist dann das Problem? Ich verstehe das überhaupt Ja, nicht. das merke ich, dass die das nicht verstehen. Wollen Sie das alles überprüfen oder Natürlich da bin ich gerade dabei. Ja, oder wollen Sie das einfach testen? Das ist die beste Variante. Ich zeige Ihnen Nee, alles ich will erst und danach ist überprüfen, nach ein paar bevor ich Tagen. Geld irgendwo einzahle, überprüfe ich natürlich erstmal. Ihre Webseite, wie war die nochmal? Infinity Invest und dann welche Endung? Punkt Pro. Aber bevor, Punkt hier gibt es Pro. auch Office. Ja, Ja, office.infinity Augenblick, da invest.pro. ich, ja, Augenblick. Also, Sie Warte ich. müssen. Gut, okay. Und seit wann existiert diese Firma und auch diese Webseite? Aus 2014. Mhm. Ja, Dann ich erinnere sehe mich das gerade. Ich richtig, habe ja? es gerade überprüft. Okay, und Ihre Webseite ist 51 Tage alt. das ist leider unmöglich. Das Vielleicht ist. ein Es paar ist einige so. Veränderungen oder Nein, das sowas. sind keine Veränderungen. Die wurde erst am 18. April registriert, diese Webseite. Sie lügen mich also schon an. Nein, wir Doch. haben mit dieser Plattform sehr lange Zeit gehandelt. Ich Nein, sage Ihnen nein, nochmal, nein, haben Sie nicht. Die Webseite infinityinvest.pro ist am ja. 18. April 2023 erstmals registriert worden. Also 51 Tage alt. Ich glaube, das ist unmöglich. Ja, Das warum denn? ist Ich sage aber Ihnen noch so. einmal, Man wir kann das im handeln. Internet wunderschön überprüfen. Wo sitzt denn eigentlich Ihre Firma? Weil wenn ich sehe, IP-Location ist Moskau. Was haben Sie mit England zu tun? Sie sitzen in Moskau, Ihre IP. Nein, das ist auch Doch, unmöglich. Schauen Sie das bitte, ist, ich sehe es im Internet. Man kann es im Internet hervorragend überprüfen.
Können Sie mir bitte das sagen? Wo kann ich das finden? Ja? Nee, Was sehen Sie da hier? Und nee, wo? solche Sachen, die ich überprüfen kann, das werde ich den Betrügern mit Sicherheit nicht mitteilen. Sie sind eine Betrügerfirma. Warum denken Sie so? Das habe ich Ihnen gerade erzählt. Sie sagen, Ihre Webseite ist von 2014. Die Webseite ist 51 Tage alt. Sie sind eine Betrügerfirma. Was kann ich Ihnen sagen? Das ist aber nichts. falsch. Nein, das ist richtig. Ich habe es überprüft. Das kann man hundertprozentig sicher im Internet überprüfen. Ja, wie? Ich werde Ihnen gerne weitere Informationen geben, ja, um Sie damit sicher in unser Unternehmen zu bringen. Welche denn? Wieder die falsche Domain? Das ist eine Warum Fake, ist das ist eine Fake-Lizenz. Die Fake-Lizenz ist nicht auf Ihren Namen der Trading-Plattform. Bei der FCA. Habe ich überprüft. Und ich weiß auch, dass Sie nicht in Frankfurt sitzen. Aber das ist überhaupt keine... Was ist das nicht? Ich verstehe Sie auch nicht. Ja, ja, das ist kein Problem. Betrüger verstehen meistens nicht, wenn man sie entlarvt hat. Ehrlich zu sagen, ich habe keine Lust in solcher Weise zu... Das kann ich mir vorstellen. Betrüger haben nie Lust irgendwie. Sie werden gleich auflegen und sich nicht verabschieden, weil sie einfach feststellen, dass sie einfach nicht weiterkommen. Sie sind ein Betrüger und sie merken, dass sie von mir kein Geld kriegen. Ich brauche Ihr Geld überhaupt nicht. Nein, natürlich. Weswegen rufen Sie denn an? Sie wollen von mir 250 Euro haben. Ist mir klar. Oder 500 nein. oder 1000? Nein, natürlich nein, nicht. Natürlich nicht. Die wollen kein Geld. Sie wollen nicht, dass ich Geld überweise. 500 oder 250 oder 1000. Am besten per Mastercard oder Visa-Card oder vielleicht noch PayPal. Und im Endeffekt vielleicht auch noch eine Überweisung. Ich kenne das ganze Spiel, was Sie machen. Dann sagen Sie mir bitte, warum haben Sie Ihre Daten dort gelassen? Kann dann ich Ihnen Sie überhaupt keine Interesse? Kann ich Ihnen dann ganz haben genau Sie sagen? Keine Vertrauen. Kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil ich Betrügerfirmen ja. wie Ihre Firma gern im Internet bloßstelle und ganz Deutschland dafür und die ganze Welt davon unterrichte, dass Ihre Firma eine Betrügerfirma ist. Und das Schöne ist, Sie haben mit mir telefoniert und haben in dieser Zeit niemanden anders anrufen und betrügen können. Das ist mein Ziel. Aber ich mache das überhaupt nicht. Doch, machen Sie. Das auch verstehen. Darum, das machen Sie. Genau das darum, machen Sie. Darum reden wir jetzt so lange Zeit. Habe ich Ihnen gerade ja? erklärt. Ich halte Sie möglichst lange an der Leitung, damit Sie während der Zeit niemand anders betrügen können. Aber ich mache das nicht. Doch, machen Sie. Ich habe schon so oft mit Ihrer Firma telefoniert. Sie merken das nur gar nicht. Immer dieselbe Geschichte, immer dasselbe. Aber was anderes kann ich Ihnen erzählen? Nichts. Sie sind ein Betrüger, das weiß ich. Schauen Sie bitte. Ich schaue nicht. Nein. Was soll ich denn schauen? Soll ich aus dem Fenster schauen? Können Sie etwas im Internet schauen? Ja, das ist kein Problem. Ich habe vergessen, was wollte ich Ihnen sagen, ja? Ja, das kann ich mir was vorstellen. Schauen Sie bitte, was Neues kann ich Ihnen erzählen, ja? Nichts. Alle ich weiß alles über Ihre Firma. Gut. Sie können mir nichts Neues erzählen. Alle Firmen arbeiten in solcher Weise, ja? Nein, Betrügerfirmen arbeiten in solcher Weise, wie Ihre. Das ist aber falsch. Das ist so. Ich habe schon so oft mit Ihrer Firma telefoniert. Und Ihre Lügen werden nicht besser. 51 Tage alt, die Domain, von 2014. Ich lache Sie aus. Sie lernen einfach nichts dazu. Völlig dumme Betrüger, schlecht vorbereitet. Ich glaube Ihnen einfach nicht, wirklich. Das ist kein Problem für mich. Ich weiß aber, was ich weiß. Und ich weiß, dass Sie eine Betrügerfirma sind. Dann ich weiß, was ich weiß, ja? Genau. Möglicherweise können wir sehr lange Zeit erzählen. Ja, schön. Wunderbar. Je länger Sie mit mir reden, desto weniger können Sie andere Leute betrügen. Aber ich sage Ihnen nochmal, ich mache das nicht. Doch, machen Sie. Das machen Sie. Warum sind Sie so sicher?
Weil ich das alles überprüft habe. Sie haben überhaupt nichts überprüft. Sie Doch, haben mit uns natürlich, nicht gehandelt. natürlich, Sie natürlich. haben Sie mit uns schon gehandelt oder? Sie glauben tatsächlich, dass ich mit Betrügern handle? Sind Sie wirklich so dumm? Ich überweise Nein. Geld an eine Betrügerfirma? Wenn ich vorher weiß, dass die Firma eine Betrügerfirma ist, soll ich Geld überweisen? Nein, ich sage Ihnen das auch nicht. Wenn Das Sie haben Sie haben das gerade nicht, eben wenn Sie, gesagt. Das haben Sie gerade ja, eben gesagt. ich habe das Ihnen nicht gesagt. Ich habe Doch, Ihnen nicht natürlich gesagt, dass haben Sie Sie nicht einige gesagt. Geld überweisen. Nein, Ach, mein ich habe Gott. das nicht gesagt. Doch, Sie Schauen Sie haben bitte, ich. gesagt, haben Sie schon probiert. Und ich soll überprüfen, das heißt, ich soll Geld überweisen an Ihre Nein. Firma. Warum können Sie nicht einfach mit Demokonto handeln? Ach, mit Ein bisschen Zeit Demokonto. und so. Mit Demokonto. Warum rufen Sie dann an? Sie wollen Geld von mir. Ich habe so oft mit Ihrer Firma gesprochen. Sie bieten gar kein Demokonto an. Nein, wir haben ein Demokonto. Prüfen Sie bitte das über. Sie haben Adresse von unserem Prüfen Sie Depot. das über. Wenden Sie bitte sich. Okay. Es ist so lustig. Können Sie dort anmelden und das zu sehen, ja, dass wir haben ein Demokonto und können Sie mit Demokonto handeln. Ja, das Schöne ist ja, die Demokonten sind genauso unecht wie ihre realen Konten. Das ist aber echt. Nein, das ist nicht echt. Woher wissen Sie das? Allein die Tatsache, dass Sie sagen, Ihre Webseite ist von 2014, obwohl sie erst 51 Tage alt ist. Sie lügen. Sie lügen. Ich mache das nicht. Doch tun Sie. Ich sehe es schwarz auf weiß. Infinityinvest.pro ist erstellt worden am 18. April 2023. Der Sitz dieser IP ist in Moskau. Das ist unmöglich. Ich weiß Das nicht, wo ist haben so. Sie das gesehen? Ich sehe es im Internet. Man kann Domains wunderschön im Internet überprüfen. Sagen Sie mir bitte, wie kann ich das sehen? Das ist Nee. unmöglich. Ja, Ich dann. schicke Ihnen richtige Informationen, aber Nein, Sie geben mir falsche Informationen. Sie lügen mich ja Sie an. erzählen. Sie lügen mich an. Nein, das Sie lügen mir jetzt an. Nein, ich lüge Sie nicht. Kein Problem. Sie müssen mir auch nicht glauben. Das ist mir egal. Das ist mir relativ egal. Ich weiß, was ich sehe. Schwarz Und auf weiß mir auf das meinem Bildschirm. wirklich. Und wenn Sie so schlau sind, dann Ehrlich zu überprüfen sagen, Sie doch mal selber Ihre Domain. Überprüfen Sie es doch mal. sagen Sie mir bitte, wie kann ich das machen? Ich mache das gerade jetzt. Ja, machen Sie doch einfach mal. Helfen Sie mir. Versuchen Sie es doch Ja? mal. Geben Sie mal im Internet ein, bei Google Domain überprüfen. Okay, Moment. Ja, ich werde das gerne, gerne machen. Okay, und was soll ich dort sehen? Auf welcher Seite sind Sie denn, wo Sie überprüfen wollen? Die erste Seite habe ich ausgewählt. Ja, was ist das für eine Webseite? Bitte? Ja, welche Seite ist das? Oh, haben Sie doch nicht eingegeben. Ich sehe das schon. Sonst könnten Sie es ja sagen. Bitte nochmal? Ja, oh, schlechte Verbindung, ne? Nee, Verbindung ist in Ordnung. Ja, aber Ihr Verständnis ist schlecht. Welche Domain Webseite wird kennt er die... hier. Ja, und? Dann prüfen Sie doch mal Ihre eigene Domain. Ja, und hier sehe ich, das alles ist in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung. Sie sind also nicht auf der Das gleiche Domain-Check. Information, welche habe ich Ihnen geschickt? Ja. Ich sehe, was Okay. ich sehe. Sie sind eine Und Betrügerfirma und Sie ich meinen auch, und jetzt, ich auch. ja, genau. Sie meinen auch, dass Sie eine Betrügerfirma sind. Das ist schon klar. Das ist nicht so. Doch, doch. Welche Domain haben Sie denn überprüft? Office Infinity Investment. Nein, Infinityinvest.pro sollen Sie überprüfen. Aber ich habe Ihnen gesagt, Office.InfinityInvest.pro. Das ist unsere Domainadresse. Nein, Ihre Domain ist Infinityinvest.pro, nicht Office. Ihre Domain ist Warum denn? Infinityinvest.pro. Das So. Office ist eine Subdomain. Kennen Sie nicht?
So, ich kann, es tut mir leid, wirklich. Ich kann leider nicht weiter mit Ihnen kommunizieren. Ja, ich das ist mir klar. Weiter, genau, weiter genau. Flüchten Sie, ja? Flüchten Sie. Solange Sie noch flüchten können. Die Polizei wird Sie eines Tages abholen und dann können Sie nicht mehr flüchten. Warum sagen Sie so? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist mir klar, dass Sie das nicht verstehen. Betrüger verstehen sowas nie. Okay, alles klar. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Ich wünsche Betrügern nie einen schönen Tag. Aber mir nicht, ja? Ich wünsche Ihnen nie einen schönen Tag, weil Sie ein Betrüger sind. Okay, danke so. Ja.